Jetzt möchte ich gern François Joliet auf die Bühne bitten von Pontus Architects. François, du hast an der EPF Lausanne studiert und hast 1997 zusammen mit Antoine Hahn und Guy Nicollier Pontus Architekten gegründet. Ihr realisiert Projekte in unterschiedlichen Maßstäben, öffentliche Projekte wie auch private und dabei immer mit Blick auf den Kontext, die Geschichte, das gebaute Erbe und ja, du hast geschrieben, dass ihr auch Interessen über die Architektur hinaus habt in den Performing Arts und verschiedenen Medienkünsten. Vielen Dank, merci, dass du heute da bist. Also, es gibt eine Bosa-Empfehlung. Wenn du à la manière eines Architekten schaffen willst, solltest du gucken, was er guckt, also ansehen, was er ansieht und nicht einfach kopieren. In dem Fall ist das ein Pavillon von Max Biel, Expo 64. Alles sollte verschwinden, das ist beim See. Und was Sie hier sehen unten, ist das Pavillon von Max Biel, Éduquer et Créer, also ausbilden und erstellen. Und es wurde ein Teil von dem erhalten. Eben etwa 15% von diesem Gebäude, da haben Sie ein Patio, das ist die Cour des Arts und oberhalb ist ein Theater. Und das wurde gratis erhalten. Das sollte auch nach 6 Monaten verschwinden. Es wurde vor 60 Jahren gratis behalten. Und Sie sehen das, das Bühnenhaus und das Cour des Arts mit Skulptur. Das hat Max Biel mit einem Raster gebaut und dieser Raster ist nach einer Eternit-Plattenwelle von 5 Meter Spannweite gebaut und deswegen ist der Raster 5 mal 5 Meter überall. Was hat er angeguckt? Er hat wahrscheinlich, da ist er auf der Baustelle, an Crystal Palace gedacht zum Beispiel. Und das ist sehr ähnlich, das ist industriell, das ist ganz einfach. Es ist eine Straße, da hat man Macadam unten, also ja, so wie eine Straße, und dann die Struktur darauf. Das würde eine Referenz. Aber naja, wenn man ansehen, was er ansieht, hat man viele Wahl. Und ich habe mich gefragt, was war und wo und warum. Und da habe ich meinen Wagen mitgenommen, nicht der gleiche Wagen, sondern nach Ulm gefahren und probiert zu verstehen. Was guckt er an? Noch nicht die AFG, sondern der Hügel. Und auf dem Gipfel von diesem Hügel ist eine Festung, auch ein damaliges Nazi-Gefängnis. Und es wurde alles rundherum gebaut, also richtige Landschaftsarchitektur. Und das ist sehr prägend, sehr bei ihm. Okay? Und da habe ich ein japanisches Gefühl gekriegt und habe mich gefragt, er sieht nach Japan. Guckt nach Japan. Und da haben wir einen Brief an Walter Gropius. Sie können das lesen. Und das ist ein williger Haus, wurde abgestürzt. Abgebaut, aber das hat er in den Jahren 40 gebaut. Und eben, was ist sein Raster? Es ist nicht, um die ganze Welt zu kolonisieren, es ist ein Tatami, würde ich sagen. Da haben sie Katsura, wurde von Bruno Taut wieder entdeckt und er hat das natürlich gekannt auch. Wir haben die Freiheit genommen, okay, nach Japan. Und diese Raster im Gegensatz zur Landschaft natürlich. Das war die 15%, die erhalten wurden. Da unten war der Cour des Arts. Und wie ergänzt man das? Wir haben diese Erweiterung da gebaut, das wir für eine Salle de Repetition
und auch die Hauptbühne, die war zu klein, etwas erweitert, mit dieser Freiheit über diese Tatami-Raster. Rot ist das Neue, es wurde ein bisschen gut, das ist der Gesamtplan. Sie sehen, wie die Cour des Arts noch einmal gebildet wird. Und da haben wir verschiedene Elemente, die den Eingang bauen. Das war hinten damals, das war logistisch Eingang von der Expo und nicht für einen Haupteingang gedacht. Trotzdem haben wir hinter uns ein Gebäude, der sieht an diesem Bau her, und das war vorher. Da haben wir die Freiheit, die gleiche Komplexität zu kriegen, und zwar, Sie sehen, vereinfacht da auf dieser Seite, aber etwas komplizierter, haben wir das etwa kompliziert mit dem neuen Gebäude da. Das wurde auch mit einer Kommission diskutiert und wir hatten kein Problem, würde ich sagen, weiterzuentwickeln. Einmal im Grundriss, das Problem ist, wir teilen das Gebäude mit dieser Nord-Süd fürs Publikum Erschließung und das teilt die Arbeitsseite von einem Theater, wo für uns sehr wichtig ist, aber auf einer anderen Ebene. Im ersten Stockwerk haben wir da die Erschließung, die quer durch das Theater für die Arbeit alles erschließt. Ja, so. Und das ist das Gebäude von außen. Idee war, es soll naturell sein. Verschiedene Leute haben nicht verstanden, was neu an diesem Gebäude war. Danke.